Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Webinar heute Broker Software bedienen und wichtige Kennzahlen anzeigen. Und das Ganze machen wir heute mit Pascal Sauger. Ich freue mich sehr, dass er auch heute wieder die Zeit für uns gefunden hat und mit uns zusammen die Veranstaltung macht. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und bevor ich den Bildschirm entsprechend an Pascal übergebe, müssen wir kurz über den Risikohinweis sprechen, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie auch wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Webinar bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, denn auch da sind Sie entsprechend selber dafür verantwortlich. Prima. Also, dann übergebe ich jetzt den Bildschirm. Und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Ja, vielen Dank für die Einführung, Nelson. Dann werde ich mal gucken, dass ich meinen richtigen Bildschirm hier übertragen bekomme. Sollte jetzt der Fall sein. Jawohl, ich sehe es in der Vorschau. Wunderbar. Ja, dann sage ich auch nochmal von meiner Seite herzlich willkommen zum heutigen vierten Teil. Ja, wir haben schon drei Teile gehabt. Schon 4 Monate sind rum. Die Zeit rennt und es geht immer schneller Richtung Weihnachten. Morgen ist schon Nikolaus. Deshalb heute ausnahmsweise mal an einem Montag anstatt an einem Dienstag. Und diesmal ein Und es bisschen mehr. schneit. Wie bitte? Und es schneit. Ja, bei dir ist es schön. Bei mir regnet es noch. Also es ist mal Nee, kalt, ist alles aber noch weiß. nicht genug für Schnee bei mir in Karlsruhe hier. Ja, also es wird doch weihnachtlicher, auch wenn der letzte Monat mit einer der wärmsten November war, wie ich gelesen habe. Mal sehen, wann wir uns an der Börse wieder wärmer anziehen müssen. Noch sieht es ja recht passabel aus, auch wenn die Zahlen heute ein bisschen schwächer aufgenommen worden sind. Wir haben ja immer den Fall derzeit, dass wenn die Zahlen zu gut ausfallen, besser als erwartet, dass man dann sofort wieder die Befürchtung hat, die Inflation schnellt nach oben und dementsprechend die Zinserwartungen, die Zinsanstiege. Und so war es auch heute wieder. Aber bevor man ja weiß, was man überhaupt machen kann, wie man handeln kann, muss man natürlich wissen, wie man mit der Software umgeht. Und deshalb wollen wir uns in diesem heutigen vierten Teil mal ein bisschen näher darum kümmern, wie man denn richtig mit der Broker-Software umgeht, wie man die richtigen Kennzahlen einblendet, insbesondere natürlich, wenn man Optionshändler ist wie ich. Und deshalb wollen wir uns damit heute ein bisschen näher befassen. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, nochmal eine ganz kurze Einführung zu mir. Ich bin Mitgründer von Finance Coach. Seit meinem 16. Lebensjahr bin ich an der Börse aktiv, habe Wirtschaftsingenieurwesen in Karlsruhe studiert, habe jetzt den BVH-Börsenführerschein gerade letzte Woche Mittwoch wieder beendet. War auch eine vierteilige Veranstaltung. Bin da ehemaliger Vorstand vom Bundesverband der Börsenvereine an deutschen Hochschulen und immer noch als Beirat aktiv und halte da eben alle 6 Monate den BVH-Börsenführerschein, auch eine kostenfreie Veranstaltung, um so ein bisschen die Basics kennenzulernen. Seit mittlerweile 10 Jahren bin ich jetzt Optionshändler und seit 8 Jahren lebe ich vom Börsenhandel. Mache auch da regelmäßig Updates auf meinem YouTube-Kanal, wenn das interessiert, einfach mal auf finance.coach schauen. Da gebe ich auch immer regelmäßig Updates. Wir machen es einmal wöchentlich live mit meinem Trading-Kollegen Mirko immer donnerstags um 20:30 Uhr für eine halbe Stunde und danach nochmal im Anschluss eine Stunde für unsere Coaching-Kunden. Es gab auch mal ein Interview mit mir im Traders Magazin. Wen das interessiert, einfach den QR-Code scannen oder auf unsere Webseite gehen. Da kann man das kostenfrei runterladen und mal nachschauen. Da habe ich auch eine interessante Strategie gezeigt, wie man sich absichern kann mit der Volatilität. Gerade wenn jetzt die Märkte vielleicht doch nochmal neue Tiefs machen sollte im neuen Jahr. Man weiß ja nicht, wie groß die Rezession wirklich wird. Da kann man das ganz einfach nutzen. Habe ich da alles offengelegt, wie das Ganze funktioniert. Ja, lasst uns gleich schauen, was uns heute erwartet auf der Agenda. Zum einen mal die Vorteile bei FX Flat. Deshalb bin ich ganz dankbar, dass du dabei bist, Nelson. Da können wir auch nochmal ein bisschen beleuchten, was es besonders bei euch gibt als Service. Und natürlich die Software. Das ist dann mein großer Part, was ja, zeichnet die Trader Workstation alles aus. Die ist ja immer sehr umfangreich. Ich sage immer, das ist wie mit dem menschlichen Gehirn. Jeder weiß, dass er eins hat und trotzdem nutzt die Mehrheit immer nur einen ganz kleinen Teil davon. Auch wenn wir wissen, dass unser Gehirn sehr viel Leistung erbringen kann, fragen wir immer nur einen ganz geringen Teil von ab. Und bei der TWS ist das meistens auch so. Wir wissen, dass sie sehr viele Dinge kann. Wir müssen nicht alles bedienen können, aber zumindest sollten wir wissen, was in dem Umfang, den wir nutzen möchten, also die Handelsinstrumente, die wir bedienen wollen, was da alles eben für Möglichkeiten gibt. Und dann können wir uns auch die TWS so einrichten, dass wir ja davon profitieren. Und ein paar Sachen möchte ich eben in dieser nächsten Stunde euch mal zeigen, was es da alles für Möglichkeiten gibt.
insbesondere wo man eben die wichtigen Informationen zum Optionshandel findet in der Software. Also was die Basiswerte betrifft, was die Volatilität betrifft, was die Standardabweichung betrifft, was die Griechen auch betrifft. Deshalb werden wir auch so ein kleines Rechenbeispiel machen, wie das Ganze funktioniert. Mit den Griechen zu rechnen, also Pi mal Daumen mit einem Taschenrechner. Manchmal kann man es auch im Kopf überschlagen. Ich weiß, dass nicht jeder so ein Fan ist von dem einen kleinen 1x1. Deshalb darf man auch immer gerne einen Taschenrechner verwenden. Auch ich mache das. Gerade wenn man mehrere Griechen verwendet, werden wir nachher mal ein kleines Beispiel einfach durchrechnen. Und zu guter Letzt kommen wir nochmal dazu, wie wir unterstützen können bei Finance Coach und natürlich auch eine kleine Frage- und Antwortrunde, wie die letzten Male auch. Ich sehe gerade im Chat, fragt Peter, wie lautet die Homepage bitte? Die Homepage lautet finance.coach. Also die Domainendung ist wirklich .coach. Und bei YouTube genauso, finance.coach. Alles zusammengeschrieben, nur mit einem Punkt dazwischen. Ja, welche Vorteile hat man bei FX Flat? Du darfst gerne einhaken, Nelson, wenn du noch was ergänzen dann möchtest oder was nicht ganz stimmen sollte. Aber ich denke mal, jedem sollte bekannt sein, dass man über FX Flat den Marktzugang hat zu über 130 Börsenplätzen. Also wirklich weltweit kann man handeln. Nicht nur in Europa, Deutschland oder den USA, sondern auch in Asien gibt es wichtige Zugänge zu den Handelsplätzen in Hongkong oder in Japan und wo auch immer man eben handeln möchte. Es gibt verschiedene Handelsprodukte, die man handeln kann, wie Aktien, Exchange-Traded Funds, CFDs, Futures, Aktien- und Future-Optionen. Also gerade letztere handle ich besonders gerne. Futures und Aktien- und Future-Optionen sind meine Steckenpferde. Gerade Aktien- und Future-Optionen sind die Instrumente, die ich zu 90% der Zeit handle. Gerne auch mal einen direktionalen Future, aber die meiste Zeit bin ich eben im Optionshandel unterwegs und deshalb werden wir später auch noch zu den Kennzahlen kommen, die wir uns dann da eben mit den Optionen näher anschauen werden, warum das so wichtig ist, darüber auch Bescheid zu wissen, wie die Griechen funktionieren und wie man damit zumindest Pi mal Daumen ausrechnen kann, was für Auswirkungen es geben kann. Ja, wir wissen, dass es eine leistungsstarke Trading-Software benötigt, um natürlich diese ganzen Handelsprodukte überhaupt handeln zu können und abwickeln zu können und das natürlich auch zeitnah, ohne große Verzögerung und auch mobil eben. Es gibt natürlich auch eine mobile App, um das Ganze zu bedienen. Ich bin eher so der At-Home-Trader, wie es so schön heißt. Also ich handle lieber mit meinen zwei großen 27-Zoll-Bildschirmen zu Hause, aber natürlich kann man das auch unterwegs nutzen, wenn man gerade mal reinschauen möchte, wie steht es denn so? Man ist jetzt gerade nicht zu Hause, hat irgendwo einen wichtigen Termin, dann kann man auch mal, jeder hat es ja meistens in der Hosentasche dabei, sein Smartphone rausziehen und einfach reinschauen, wie es so steht. Es gibt Leute, die handeln auch nur über die App, ist jetzt nicht ganz so meins. Ich weiß nicht, bin vielleicht gerade so der Schnitt der Generation, der nicht mehr alles über Smartphone macht, sondern irgendwie noch den PC gewohnt ist. Bin zwar auch mit dem Smartphone aufgewachsen, aber nicht aus ganz jungen Jahren und deshalb bin ich irgendwie nie so ganz warm geworden, nur über Smartphone zu traden, aber ich kenne einige, die das tatsächlich machen und es ist auch möglich mit FX Flat und der App, dass man da die TWS genauso bedient, auch wenn die vom Funktionsumfang ein wenig mehr abgespeckt ist, aber es gibt immer wieder neue Updates, die jetzt die schon sehr nah ranbringen, zumindest an die Möglichkeiten, die man auch in der Trader Workstation hat, die man auf dem PC oder Mac installiert. Und natürlich das Allerwichtigste, was FX Flat auszeichnet, den deutschsprachigen Kundenservice durch die Experten. Also wenn da weitere Fragen bestehen, außerhalb dessen, was ich jetzt hier zeige im Rahmen dieser 1 Stunde Kurzeinführung, nenne ich es mal, Trader Workstation für Optionshändler, kann man natürlich jederzeit dort anrufen und nachfragen. Das erspart einem natürlich auch einiges an Sucherei, weil ich weiß, die TWS ist so umfangreich, allein wenn man sich das Handbuch runterlädt, sind es mehrere hundert Seiten. Da wird man natürlich auch nicht immer gleich fündig, wenn man nicht weiß, wo man jetzt genau klicken muss oder was einstellen kann. Und deshalb ruft man einfach die Experten mal an und fragt einfach nach. Dafür sind die ja da. Und natürlich gibt es viele Webinare und Seminare zur Weiterbildung. Also auch außerhalb dessen, was ich jetzt hier gemacht habe, in dieser vierteiligen Reihe, gibt es natürlich noch viele andere Referenten und viele interessante Inhalte. Und auch das wird eben entsprechend alles bei FX Flat mit angeboten. Ja, und jetzt kommen wir zu dieser tollen Handelsplattform, die Trader Workstation, bei der viele erstmal erschrecken, wenn die das erste Mal die aufmachen, weil die sich sagen, um Himmels Willen, das sieht ja aus wie eine Excel-Tabelle aus den 90er Jahren. Damit komme ich überhaupt nicht klar und ich hasse Mathematik und ich hasse Excel. So ging es mir am Anfang auch, vor 10 Jahren, wo ich damit angefangen habe, wo ich dachte erst so, damit werde ich niemals klarkommen und es war gar nicht so einfach. Aber als ich mal damit warm geworden bin, habe ich gedacht, ich will nie mehr was anderes haben. All diese tollen neuen Plattformen, die dann entstanden sind mit Web 2.0-Applikationen und oh, alles schön 3D-grafikmäßig, ich brauche das gar nicht, ich mag das gar nicht. Ich habe das gerne so wie eine Excel-Tabelle, weil ich dann wirklich alles schön übersichtlich habe und trotzdem alles auf einen Blick bekomme. Es gibt auch zwei verschiedene Ansichtsmöglichkeiten, die werden wir uns gleich mal näher anschauen,
wie wir hier auf dem Screenshot schon sehen. Eine Möglichkeit, wo man das auch noch ein bisschen geordneter haben kann, dass man Charts und Kurse und die Portfolioansicht in einer Ansicht hat. Allerdings habe ich immer noch gerne die Excel-Ansicht, muss ich sagen. Die ganz klassische Ansicht nennt ihr sich in der Trader Workstation, wo man einfach nur mit den Tabellen arbeitet und den Zahlen, die da drin stehen, den Kursveränderungen und natürlich auch mit den Charts, die ich dann aber in separaten Fenstern habe, weil ich ja zwei Bildschirme habe. Aber wie wir uns jetzt damit beschäftigen, wo ich die Basiswerte finde, die Volatilität finde, als Optionshändler natürlich den Options- oder Options-Trader, wie man auf Englisch sagt, benutze und wie wir mit den Griechen eben rechnen können, wie wir die auch finden und überhaupt erstmal einblenden. Zumindest ist das standardmäßig nicht so eingestellt. Deshalb werden wir uns da mal anschauen, wie wir die Spalten reinbekommen und dann auch mal ein Berechnungsbeispiel eben machen, was zum Beispiel passiert, wenn ein paar Tage vorüberziehen, was dann mit dem Optionspreis passiert, was drückt denn da ein Grieche wie zum Beispiel das Theta aus, was bedeutet das also vom Preiswertverfall her. Wir gucken uns also mal die Trader Workstation an. Ich habe mal hier die Demo-Version gerade geöffnet. Da können wir dann auch ein bisschen rumklicken. Da wird also nichts passieren auf meinem Echtgeldkonto. Das habe ich zwar auch offen, aber ich habe hier sogar Live-Kurse. Das heißt, wer zum Beispiel die Live-Kurse auf seinem Echtgeldkonto abonniert hat, der hat das automatisch auch in der Demo-Version und kriegt dann hier auch Realtime-Kurse. Die Ausführungen kriegt man nur zu den gezeigten Kursen, also Geldkursen oder Briefkursen auf dem Demokonto. Im Echtgeld kann es sein, dass man sogar bessere Ausführungen bekommt, denn manchmal, wenn man sich mitten reinstellt, Midpoint oder halt einen besseren Kurs als Geldkurs oder Briefkurs irgendwo in der Mitte, kann es sein, dass man da noch abgeholt wird und da auch eine bessere Ausführung bekommt. Das geht jetzt auf dem Demokonto nicht, aber zu Demozwecken reicht es meistens aus, hier diese Geld- und Briefkurse zu sehen und zu handeln. Das geht zwar auch mit verzögerten Kursen, dann hätte man hier gelbe Punkte dran, aber hier, wenn man die Kurse schon abonniert hat auf dem Echtgeld, dann kriegt man sie auch kostenfrei auf dem Demo eben mit live mitgeliefert. Ja, wir gucken uns als erstes mal einmal an, was für ein Screener es hier gibt. Ich nutze nämlich gerne die Volatilitätssuche und hierfür gibt es die Möglichkeit, diesen Screener zu verwenden. Den finden wir hier oben bei den Analyse-Tools. Da ist der Screener mit dabei. Da können wir uns also diesen Screener hier mal anschauen und dann kommt hier so eine Möglichkeit, verschiedene Einstellungen zu tätigen. Hier kann ich auswählen, was möchte ich denn alles screenen. Also in dem Fall hier die US-Aktien und an welchen Börsenplätzen. Hier sind einfach mal alle angehakt, bis auf die Pink Sheets, also diese Penny Stocks und außerbörslichen Dinge, die brauche ich jetzt nicht. Deshalb habe ich die nicht angehakt. Aber alle anderen Börsenplätze hätte ich gerne mit drinnen. Deshalb sind hier mal überall Haken gesetzt. Und hier habe ich mal ein paar, ja, relativ moderate Voreinstellungen getätigt. Also wie viel soll hier gehandelt werden? Das soll mehr als 10.000 Kontrakte vom Optionsvolumen geben. Es soll ein IV-Rank von den letzten 52 Wochen sein, der über 60 liegt. IV-Rank, nochmal zur Erinnerung, wir hatten das schon in einem vorhergehenden Webinar, ich wiederhole es nochmal ganz kurz. Das ist der Wert für Optionshändler, der besagt, wo befinden wir uns mit der impliziten Volatilität im Vergleich zu den letzten 52 Wochen. Der tiefste Punkt wäre die 0 und der höchste Punkt wäre die 100. Jetzt ganz unabhängig davon, wo die implizite Volatilität ist, ordnet dieser Wert eben immer zwischen 0 und 100 ein, sodass wir eben eine Skala haben, auf der wir sagen können, okay, wir sind in der oberen Hälfte oder in der unteren Hälfte, also entsprechend über 50 oder unter 50, beziehungsweise sogar im oberen Drittel oder im oberen Viertel. Wenn wir also hier 66 oder 75 eingeben würden, dann wüssten wir, dass aktuell die implizite Volatilität eben im oberen Drittel oder im oberen Viertel ist. Ich habe das, wie gesagt, etwas moderater gesetzt, dass wir auch relativ viel im Filter angezeigt bekommen mit einer 60. Also würde hier jetzt relativ viel angezeigt werden, alles, was eben über eine IVR von 60 wäre, also wo wir eben in dem oberen 40% sind von der impliziten Volatilität. Der Preis soll größer als 100 sein. Hier hat man einfach dann dreistellige Aktienpreise. Ich kann das auch abändern und kann sagen, okay, alle Aktien, die mindestens $50 wert sind, sollen hier angezeigt werden und kann das dann nochmal neu filtern lassen. Danach, so kann ich das eben alles beliebig ändern, was ich hier jeweils als Filterkriterium gerade haben möchte. Und jetzt kann man das Ganze mal filtern lassen. Man kann hier auch noch weitere Filter hinzufügen, je nachdem, wie man das möchte, und kann jetzt einfach mal die Suche dann laufen lassen. Und dann wird hier einmal gescannt. Das idealerweise macht man das immer, während die Börse offen ist, denn ansonsten kann es sein, dass hier die Suche nicht funktioniert oder keine richtigen Ergebnisse liefert, weil die Optionskennzahlen der impliziten Volatilität eben idealerweise immer dann
korrekt berechnet wird oder überhaupt berechnet werden kann, wenn die Börse natürlich auch offen ist und die Optionen gehandelt werden. Hier sehen wir jetzt mal ein paar der Titel, die zum Beispiel im Filter gelandet sind, weil wir hier zum Beispiel die IVR-Werte, ja, die relativ hoch sind, beziehungsweise über 60 sind. Hier sehen wir jetzt mal den höchsten Wert, das wäre jetzt Madrigal Pharmaceuticals, der bei 95 steht. Anhand des Namens sehe ich aber schon, oh, das ist ein Pharma-Wert. Das kann natürlich auch gefährlich sein. Das hat mich vielleicht nicht ohne Grund eine implizite Volatilität von 310%. Ja, der Höchstwert war 322, aber 310 ist der aktuelle Wert. Der Tiefstwert war 63 und darum stehen wir aktuell bei 95. Wie gesagt, immer zwischen 0 oder 100 steht das IVR-Ranking. Aber es hat vielleicht seinen Grund, weil hier zum Beispiel, wenn ich mal den Chart öffne, kann es ja sein, dass hier demnächst vielleicht Zahlen anstehen bei diesem Titel oder halt eine Medikamentenzulassung eben ansteht und dementsprechend hier deshalb die Volatilität erhöht ist. Wir gucken uns mal einfach den Chart nur spaßeshalber an, um das nochmal uns anzugucken, was hier los ist. Mal auf den Tageschart gehen und da sehen wir, dass hier schon sehr große Tagesbewegungen gestern und heute alleine sind. Und hier kann ich euch auch gleich zeigen, unter Bearbeiten, Chartparameter, könnt ihr euch hier unter optionsimplizierte Volatilität, fragt mich nicht, warum dieses Kästchen manchmal ganz rechts ist und manchmal ganz links, also sucht das einfach in diesem Bereich, optionsimplizierte Volatilität. Hier könnt ihr euch unterhalb des Charts an so einer blauen Linie anzeigen lassen, wie hoch denn aktuell die implizite Volatilität ist in den Optionen. Und hier sehen wir, dass die wirklich am Anschlag ist. Also die Schwankungserwartung, das ist die Schwankungserwartung für die nächsten 30 Tage, aber ausgedrückt auf das nächste Jahr, also als Jahreswert. Die Schwankungserwartung als Jahreswert, sodass man sie einfach vergleichen kann, aber herausgelesen aus den Optionen, die gerade noch 30 Tage Restlaufzeit haben oder am nächsten dran sind an den 30 Tagen Restlaufzeit. Das ist das, was wir hier unten dran sehen. Also eine relativ hohe Schwankungserwartung, demnach auch hohe Prämien, wenn wir eine Aktienoption auf diesen Titel handeln. Sei es Calls oder sei es Puts, wir bekommen relativ hohe Prämien. Das können wir uns auch gleich nochmal näher anschauen, auch wenn es jetzt vielleicht eher ein Titel ist, den ich nicht unbedingt handeln würde, aus dem Grund, weil es ein Pharma-Titel ist und da immer das Risiko besteht, dass hier ja, entweder eine Übernahme ist, klar. Oder aber, dass hier eine Medikamentenzulassung vielleicht angesetzt ist, wo Hopp oder Top rauskommen kann. Also entweder die haben vielleicht nur ein, zwei Medikamente in der Pipeline und jetzt geht es darum, wird dieses Medikament zugelassen oder nicht. Das kann also dazu führen, dass die ein sehr großes Umsatzpotenzial haben oder wenn es nicht zugelassen wird, dass die Firma sogar insgesamt scheitert und diese Titel können dann häufig 50, 60% plus oder minus an einem Tag machen. Und das ist natürlich dann auch wieder sehr, sehr riskant, wenn ich das eben handeln möchte. Also nicht ohne Grund ist manchmal die Schwankungserwartung so sehr hoch. Gucken wir uns also das Ganze mal an, wenn wir hier oben im Option Trader das Ganze öffnen. MDGL. Und dann wählen wir die Aktie aus, Smart. Und hier sehen wir jetzt die ganzen möglichen Verfälle, die es gibt. Hier sind jetzt noch 11 Tage bis zum nächsten Verfall am 16. Dezember. Und hier sehen wir jetzt mal eingestellt, wie ich den Option Trader für mich eingestellt habe. Hier sehen wir, dass die Schwankungserwartung sogar noch mal höher ist bei diesen 11 Tagen Restlaufzeit. Hier sehen wir aufs Jahr gesehen, hier oben rechts, wo IV steht, 449,5% implizite Volatilität aufs Jahr gerechnet. Das ist natürlich ein extremer Wert. Je weiter wir nach hinten gehen, desto geringer werden diese Werte hier wieder. Wir sehen dann hier wieder 300%, 250%. Ja, je weiter wir gehen, desto geringer werden die Werte wieder werden, weil sie nicht mehr so extrem sind, wenn man sie aufs Jahr hochrechnet. Gerade hier oben sieht man jetzt den Wert, ja, für diesen Verfall 169%, 219%. Das steigt also immer mehr an, je näher ich an den aktuellen Tag herankomme, je kürzer die Laufzeit ist, weil demnächst wahrscheinlich diese Vorlage eben kommen wird, ja, ob dieses Medikament zugelassen wird oder nicht. Ich weiß es jetzt nicht, ich kenne diesen Titel nicht, aber das ist jetzt meine sehr starke Vermutung. Andernfalls wäre es sehr, sehr unwahrscheinlich, warum hier so eine große implizite Volatilität steht. Wir sehen gleichzeitig hier auch, dass das sehr gut gehandelt wird. Wir sehen hier nämlich hohes Open Interest. Das ist auch eine Spalte, die ich mir immer gerne einblende. Hier offene Optionspositionen zeigen an, wie viele Kontrakte von diesen Optionen sind momentan offen, also noch nicht wieder geschlossen worden. Und diese müssen ja am Laufzeitende, am 16. Dezember, entweder geschlossen sein oder sie werden eben abgerechnet. Das heißt, alle Optionen, die dann aus dem Geld sind, also unterhalb des aktuellen Aktienpreises,
Bei den Puts verfallen wertlos und bei den Calls, die oberhalb des aktuellen Aktienpreises sind, also alles, was über 76 Dollar eben steht, verfällt dann wertlos und bei den Puts, was darunter liegt. Und umgekehrt, bei den Puts oberhalb, das wird entsprechend ausgeübt. Das heißt, hier wird die Put-Option ausgeübt und derjenige, der die Option geschrieben hat, der bekommt Aktien eingeliefert, muss sie also abnehmen und bezahlen. Derjenige, der die Put-Option long hat, der kann seine Aktienbestände aus dem Portfolio ausbuchen lassen. Oder wenn er keine Aktien drin hat, dann eröffnet er eine Leerverkaufsposition. Das heißt, der Broker wird automatisch, FX Flat wird hier automatisch diese Position ausüben. Das ist eine Standardeinstellung. Und die OCC im Hintergrund, die die Optionen abwickelt am Verfallstag, wird automatisch, wenn die im Geld ist und dafür reicht 1 Cent im Geld, also ein Beispiel hier der 75er Put, der wäre jetzt noch aus dem Geld. Wenn wir aber beispielsweise bei $74,99 stünden, dann wäre die ja 1 Cent im Geld bei Verfall. Das würde ausreichen, um sie dann auszuüben. Und das macht die OCC im Hintergrund auch automatisch. Wenn also bei Börsenschluss am 16. Dezember der Aktienpreis bei 74,99 oder tiefer schließt, also 1 Cent im Geld oder mehr, dann wird diese Option ausgeübt werden. Es kann aber sein, dass nachbörslich der Aktienkurs sich wieder woanders hin entwickelt. Dann muss man sich vielleicht manuell entscheiden, ob man diese Option noch ausüben möchte oder nicht. Und das kann man trotzdem immer noch entscheiden bis 90 Minuten nach Börsenschluss, also bis 23:30 Uhr muss man sich dann entschieden haben, ob man die Option tatsächlich ausüben möchte oder nicht. Wenn man nichts tut, wird das eben automatisch gemacht von der OCC. Andernfalls kann man manuell verfügen, diese Option doch noch verfallen zu lassen oder auch eine an sich verfallende Option doch noch auszuüben. Also beispielsweise, wenn nachbörslich der Kurs wieder höher geht über die 75, dann kann ich sagen, nein, die Put-Option soll doch nicht ausgeübt werden, die möchte ich lieber verfallen lassen. Aber wer zum Beispiel einen 75er Call Long hat, sagt, oh, ich möchte jetzt die Aktie doch noch haben zu 75, weil sie nachbörslich wieder bei 76 oder $77 steht, der kann dann diese Option noch manuell ausüben lassen. Das geht also auch. Ja, in den Pascal, Einstellungen hier, ja. nur eine kleine Ergänzung bzw. eine kleine Korrektur, die tatsächlich der Prozess bezüglich Ausübungen und andere Sachen, das wird dann von Interactive Brokers in die Wege Im geleitet, nicht Hintergrund, von der, genau, nicht von genau, euch selbst, nicht von ja. Aber die Order geht ja sozusagen auch über eure Plattform mit weg und landet dann bei Interactive Brokers zur Ausübung. Ja. Also hier sehen wir zum einen, was ich eingestellt habe, nämlich die ganzen Griechen, also Delta, Gamma, Vega, Theta. Das heißt, das sind somit die für mich interessantesten Griechen, die ich haben möchte. Wir haben natürlich noch weitere, wie zum Beispiel Rho, der Einfluss auf die Zinsen, der jetzt auch wieder relevant wird. Aber ich habe das für mich nicht mit eingeblendet. Ich nutze nur diese hier und zeige mir die. Wenn man das mal ändern möchte, kann man hier einfach rechtsklicken und dann Einstellungen, Optionsketten. Und hier habe ich die Möglichkeit, die ganzen Griechen einzustellen, beispielsweise hier unter Greeks. Ich habe die jetzt schon alle eingeblendet, deshalb steht da jetzt nichts mehr. Wir können auch die Position verändern, indem wir hier diese Pfeile benutzen. Können wir das hoch und runter schieben. Man kann auch einfach hier was eingeben bei den verfügbaren Spalten. Und kann dann zum Beispiel, wenn man die eigene Position noch mit drin haben möchte, kann man hier Position eingeben. Und dann kann ich hier die aktuelle Position, die ich zum Beispiel offen habe, noch mit einblenden und kann mir das an die entsprechende Position, die ich haben möchte, schieben. Kann das übernehmen und OK klicken. Und dann würde hier auch noch meine Position mit angezeigt werden. Also wie viele Stücke davon habe ich aktuell im Portfolio. Dann kann ich das hier noch mit anzeigen und weiß genau, okay, so viel habe ich schon. Und so viel kann ich dann eben auch davon wieder verkaufen oder zurückkaufen, um die Position auszunullen. Mit den Deltas und den anderen Griechen ist immer ganz wichtig zu wissen, damit ich immer weiß, wie stark verändert sich denn eine Option, wenn es jetzt hier Einfluss gibt. Also machen wir ein Beispiel. Diese Aktie hier, MDGL, die war ja gestern zum Schluss noch bei 80 Dollar und heute ist sie hier um 3,50 Dollar tiefer bei 76,50. Ja? Also sie ist 3,50 Dollar gefallen. Und jetzt können wir uns ja mal den Einfluss ausrechnen, den eine Option hätte, die heute beispielsweise einen Strike von 75 hat und hier aktuell noch sagenhafte $20,50 kostet. Wie wir sehen, also ein relativ hoher Preis für lediglich 11 Tage Restlaufzeit. Das zeigt schon eben sehr deutlich an, dass hier noch viel Schwankung erwartet wird für die nächsten Tage bis zum Verfall. Was passiert denn mit dieser Option,
Wenn wir morgen wieder 2,50 Dollar fallen würden, so wie heute, also 2,50 Dollar runter, heißt, dass diese Put-Option natürlich wertvoller werden muss, weil eine Put-Option gewinnt an Wert, wenn die Aktie sinkt. Das zeigt auch das Delta an. Das Delta ist negativ. Wir sehen hier das Minus. Die Deltas bei Put-Optionen sind immer zwischen 0 und minus 1, bewegen sich also invers zum Aktienkurs, weil wenn die Aktie fällt, werden die Put-Optionen teurer. Wenn die Aktie steigt, werden die Put-Optionen wertloser. Und hier sehen wir, das Delta von der 75er Put-Option ist bei minus 0,336. Das heißt, für jeden Dollar, den die Aktie fällt, gewinnt diese Put-Option 33,6 Cent. Also bei einem Kursverfall von 2,50 Dollar könnten wir diesen Preis mal 2,5 nehmen, also die 0,337, ja, diese Deltas, mal 2,5 und hätten damit 94,25 Cent. Lass uns das einfach mal auf 94 Cent runden. Das heißt, 94 Cent wäre der Zugewinn, wenn die Aktie um 2,50 Dollar morgen fallen würde. Was haben wir weiterhin für einen Einfluss? Wir haben noch einen Theta-Einfluss, das heißt der Zeitwertverfall. In den letzten verbleibenden 11 Tagen müsste ja dieser Zeitwert, der hier noch in der Option ist, die haben ja hier einen Preis der Aktie von 76,50 Dollar, ja. Heißt, wir sind 1,50 Dollar aktuell noch aus dem Geld. Also die Option hat eigentlich nur reinen Zeitwert. Das sehen wir auch hier hinten in der Spalte Zeitwert. Da steht genau derselbe Preis, nämlich 21,10 Dollar, wie wir hier als Geldkurs angezeigt bekommen. Also keinerlei inneren Wert, nur reiner Zeitwert. Und dieser reine Zeitwert, der baut sich ab bis zum Laufzeitende, bis zum 16. Dezember, wenn die Option verfällt. Das heißt, diese 21,20 Dollar, die müssen in den letzten 11 Tagen komplett verfallen. Und dieses Theta gibt uns jetzt an, wie viel davon verfällt pro Tag. Also knapp einen Dollar, hier in dem Fall 98,7 Cent, verfallen pro Tag. Jetzt würde man sagen, na, das geht ja nicht ganz auf. In 11 Tagen habe ich ja dann nur 11 Dollar. Wie können dann 21 Dollar verfallen? Ja, dieses Theta ist ja nicht konstant. Das ändert sich eben immer mehr. Wir sehen, hier haben wir zum Beispiel schon einen Dollar bei den Optionen, die schon ein bisschen weiter im Geld sind. Also dieses Theta ist nicht konstant und steigt zum Laufzeitende hin immer weiter an. Das heißt, jeden Tag verfällt wieder mehr Zeitwert von dieser Option. Und diese Option wird immer, immer wertloser werden, sofern nicht die Schwankungserwartung weiter anzieht. Denn wenn man wieder mehr Schwankung erwartet, dann kann es sein, dass der Zeitwert hier trotzdem konstant bleibt oder sogar nochmal weiter ansteigt. Also dieses Theta alleine sagt nur aus, was würde passieren, wenn alle anderen Faktoren gleich bleiben. Also die Schwankungserwartung bleibt gleich hier, der Aktienkurs bleibt gleich, also keine Veränderung durch das Delta und keine Veränderung der Schwankungserwartung, das wäre das Vega, und die Zinsen bleiben gleich. Also alles andere bleibt gleich. Dann hat man nur den Einfluss des Thetas, den Zeitwertverfall pro Tag, in dem Fall hier die 98,7 Cent. Also wir haben einen Einfluss von 94 Cent, die für uns spielen, wenn die Aktie um 2,50 Dollar fällt, gleichzeitig aber einen Zeitwertverfall von 98 Cent. Das heißt, selbst wenn die Aktie morgen 2,50 Dollar fällt und wir durch dieses Delta diese 94 Cent Zeitwertgewinn eben hätten, wir wären ja dann zwar schon im Geld, wir bauen also auch schon ein bisschen inneren Wert auf, aber die Option gewinnt 2,50 Dollar hinzu, verliert aber gleichzeitig 98 Cent. Das heißt, wenn wir beides mal miteinander verrechnen, 98 Cent minus 94 Cent, bleiben 4 Cent Verlust übrig durch das Theta, weil das Theta größer ist als das, was wir durch das Delta an Bewegung nach unten hin gewinnen. Also netto würde man mit dieser Option trotzdem 4 Cent verlieren, wenn ich die jetzt heute kaufe und bis morgen Abend halte und die Aktie um 2,50 Dollar fällt. Das klingt erstmal verrückt, weil man denkt sich doch, naja, die Bewegung ist doch in meine Richtung gewesen. Mit der Put-Option spekuliere ich doch auf fallende Kurse. Aber hier zeigt sich, dass das Theta, der Zeitwertverfall, einen so großen Einfluss haben kann und das überkompensiert, was das Delta eben ausmacht. Und das kann ich wiederum für mich nutzen, wenn ich Verkäufer der Option bin. Wenn ich diese Option also nicht kaufe, sondern sie verkaufe, dann profitiere ich ja davon, dass sie weniger wert wird. Das heißt, selbst wenn die Aktie jetzt nichts machen sollte, stehen bleibt, oder sogar noch steigt, ist das natürlich sogar noch besser, weil ich ja dann die vollen 98 Cent bekomme und zusätzlich noch das Delta, wenn es in die obere Richtung geht, heißt, die Option verliert ja an Wert, weil wir uns wegbewegen von dem Strike von 75. Das heißt,
dann verliert ja die Option 33 Cent. Sie gewinnt nicht, sondern sie verliert 33 Cent je Dollar, den die Aktie steigt. Also ich habe mehrere Dimensionen, die für oder gegen mich spielen können, wie wir gerade gesehen haben. Die Aktie kann fallen und trotzdem kann sie an Wert verlieren, weil der Zeitwertverfall größer ist. Sie kann aber auch ansteigen und der Zeitwertverfall spielt natürlich dann trotzdem mit rein jedes Mal, ja. Also beides muss man berücksichtigen. Es können mehrere Faktoren für oder gegen einspielen oder sich gegenseitig auch aufheben. Und gerade kurz vor Verfall wird es nochmal wichtig, wie hoch das Gamma ist, weil das Gamma zeigt wiederum an, wie stark das Delta sich ändert. Also wenn wir hier eine Preisänderung haben, dann ändert sich auch immer das Delta. Das bleibt natürlich auch nicht stehen. Wir sehen auch die Erwartung der Marktteilnehmer ist hier beim Delta 50. Also Delta 50 ist gleichzeitig auch eine Wahrscheinlichkeit. Wie wahrscheinlich erwarten die Marktteilnehmer einen Preis von über oder unter 100 Dollar zum Verfall? Sehen wir hier, ist knapp 50%, ja, 50,9% und 49,1% bei den Calls. Heißt auch, dass die Marktteilnehmer tatsächlich erwarten, dass wir in 11 Tagen bei ungefähr 100 Dollar stehen. Das ist also der Gleichgewichtspreis momentan für den Verfall in 11 Tagen, dass wir da bei 100 Dollar stehen, weil die Wahrscheinlichkeit 50% beträgt, dass wir drüber oder drunter sind. Das drückt auch das Delta aus. Also das Delta sagt uns nicht nur, wie groß ist die Änderung des Optionspreises bei einer Preisänderung von einem Dollar im Basiswert, sondern auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir über oder unter diesem Strikepreis, in dem Fall hier 100, stehen. Und deshalb hier 50% Wahrscheinlichkeit, dass wir drüber oder drunter sind. Und deshalb ist das der Gleichgewichtspreis zum Verfall. Relativ interessant, weil es so ein bisschen dann immer der Blick in die Glaskugel ist. Was glaubt der Optionsmarkt oder die Händler am Optionsmarkt, wohin eine Aktie geht? In der Regel ist dieses Delta 50 relativ nah am aktuellen Aktienpreis. Also wenn wir uns jetzt mal eine andere anschauen, wie die Meta zum Beispiel, die Facebook, dann ist das Delta 50 relativ nah am aktuellen Aktienpreis. Wir sehen hier einen Aktienpreis von knapp 123 Dollar und da sehen wir, das Delta 50 ist auch bei 123 Dollar, weil da nicht so viel Kursänderung erwartet wird in den nächsten 4 oder 11 Tagen. Das ist einfach normal. Wir haben jetzt hier einfach eine außergewöhnliche Situation bei dieser MDGL. Und deshalb hier ein Delta von 50, das deutlich eben höher liegt bei einem Strike von 100, während die Aktie bei gerade 76 Dollar steht. Was hat das denn mit den roten und grünen Punkten bei Geld- und Briefkurs auf sich, fragt der Michael noch. Also diese roten und grünen Punkte hier signalisieren, ob der Kurs gerade gestiegen oder gefallen ist. Zum einen sehe ich daran, dass ich Live-Marktdaten habe, weil wenn die Punkte gelb wären, dann wären sie 15 Minuten zeitverzögert. Und wenn die Punkte rot oder grün sind, dann zeigt das, dass ich Live-Marktdaten habe und dass der Kurs zuletzt gestiegen oder gefallen ist. Du siehst, bei jeder Änderung, die sich hier tut, kann manchmal auch die Farbe sich ändern. Die bleibt bei grün, wenn der Kurs gestiegen ist und vorher gestiegen war. Sie bleibt bei rot, wenn der Kurs gefallen ist und jetzt auch gerade wieder gefallen ist und vorher gefallen war. Ansonsten ändert sie sich, wenn der Kurs jetzt also höher als 16 Dollar gehen sollte auf der Geldseite, dann würde das von rot auf grün springen. Und hier, wenn der Kurs fallen sollte unter 1940, dann würde das von grün auf rot springen. Also das zeigt einfach nur an, wie die letzte Preisbewegung, der letzte Preistick war, ob sich das eben erhöht oder verringert hat. Und das sagen die grünen oder roten Punkte hier. Der Johannes hätte noch gern gewusst, ob es Literatur oder Bücher gibt, wo man sich reinlesen kann. Ja, also in Bezug auf die Trader Workstation ist mir jetzt kein Buch bekannt. Da gibt es natürlich das Handbuch, das man sich kostenfrei runterladen kann. Ich weiß nicht, wie spannend das ist als Backlektüre. Da kann man immer mal nachschlagen. Das ist ein PDF. Da kann man auch mal digital nachschlagen, wenn man irgendwas Bestimmtes sucht und nicht gleich findet. Habe ich auch schon mal genutzt. Ist allerdings nicht so super übersichtlich. Manchmal findet man das nicht, wenn man nicht das richtige Schlagwort kennt. Also manchmal muss man dann doch den Support bemühen und danach fragen, wenn man nicht weiterkommt. Ansonsten YouTube hilft da auch manchmal weiter. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, erstmal selber zu recherchieren, Google, YouTube. Und wenn man es gar nicht findet und gar nicht weiterkommt, dann eben den Support bemühen. Ja, das dazu. Dann habe ich hier noch die Spalte Volumen mit eingeblendet. Denn das Volumen ist für mich ja auch immer relevant, weil ich wissen möchte, wie liquide ist denn diese Option. Also nicht nur, wie viele offene Kontrakte gibt es hier, sondern auch, wie viel wird die denn an einem Tag gehandelt. Das ist auch ein Filterkriterium, was ich immer mal wieder anwende. Also anstatt zu sagen, ich möchte, dass hier so viele Kontrakte mindestens offen sind, kann ich sagen, ich möchte, dass hier mindestens so viele Stücke am Tag gehandelt werden. Und das wäre dann das Handelsvolumen, was man hier sieht. Und man sieht, dass das je nach Strike durchaus unterschiedlich sein kann. Bei den höheren Strikes, also die hier im Geld liegen,
80, 85, da haben wir jetzt nicht so viel Handelsvolumen. Je mehr wir hier aus dem Geld sind, desto mehr Handelsvolumen ist hier jetzt vorhanden, wie wir sehen. Bei dem 55er Strike sogar besonders viel, wurden heute 861 Stück gehandelt. Und das Gleiche sehen wir auch auf der Call-Seite. Da wird weniger gehandelt. Also es wird sich wohl mehr abgesichert auf der Unterseite mit Puts oder vielleicht auch darauf spekuliert, dass die Aktie nicht so stark nach unten fällt und man hier schöne Prämien kassieren kann. Wer also sagt, ich glaube, die geht nicht unter 35 Dollar, der kriegt hier immerhin 5,50 Dollar für, wenn er diese Option verkauft. Also auch da kann man gute Prämien bekommen. Der Markt schätzt trotzdem das Ganze ein mit einer Wahrscheinlichkeit von 9,6%. Ja, das ist dieses Delta. Also immer das hier mal 100, weil wir immer 100 einzelne Optionen in einem Aktienoptionskontrakt haben. Da können wir diese Zahl mal 100 nehmen. Und dann haben wir hier eben einen Wert von 9,6. Das heißt, eine Wahrscheinlichkeit von 9,6%, dass wir unter 35 landen beim Verfall am 16. Dezember. Das ist das, was der Markt hier momentan einschätzt und deshalb auch eine so hohe Prämie von 5,50 Dollar bereit ist, hier zu bezahlen, beziehungsweise auch zu verlangen aus Sicht des Versicherers, weil es ja das Risiko gibt, dass wir da tiefer stehen und dann die Aktien für 35 Dollar übernommen werden müssen aus Sicht des Verkäufers dieser Put-Option. Ja, also die Deltas dienen, wie gesagt, auch als Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Aktie am Ende oder die Aktienoption am Ende im Geld landet. Bei einem Put also, dass wir unterhalb dieses Basispreises stehen und bei einem Call, dass wir eben darüber sind. Also wir können auch den höchsten Strike, den wir hier haben, das ist übrigens auch was, was ich empfehle, immer einzustellen, hier alle Basispreise, zumindest bei den Aktienoptionen ist es einfach möglich. Bei manchen Indexoptionen meckert dann die TWS, ich kann nicht so viel laden, das sind zu viele Strikes, dann sollte man sich vielleicht einstellen, wie viel man haben möchte. Zum Beispiel zweifache, zweieinhalbfache Standardabweichung reicht einem meistens aus. Bei den Aktienoptionen kann man immer alle einblenden, weil es meistens nicht so viele gibt. Hier sehen wir schon, der höchste Strike ist 110 Dollar, den es gibt. Und der hat schon eine Wahrscheinlichkeit von 42,8%, dass wir darüber sind in 11 Tagen. Ja, also so krass schätzt der Markt das ein, dass wir eine extreme Bewegung nach oben bekommen werden. Wir sehen ja, die 50% Wahrscheinlichkeit sind bei der 100 und die 42% Wahrscheinlichkeit bei der 110. Also viele Marktteilnehmer gehen wohl davon aus, dass die News gut werden und die Aktie daraufhin stärker ansteigt. Aber das muss ja nicht so sein. Und deshalb sehen wir auch, die Wahrscheinlichkeit auf der Unterseite ist natürlich auch vorhanden und wird eben auch hier alles mit eingepreist. Ja, das sind die Spalten, die ich so in der TWS, in der Trader Workstation eingestellt habe, in dem Option Trader. Und finde ich immer sinnvoll, das alles anschauen zu können, wenn ich eine Auswahl treffe, dass ich eben sofort den Überblick habe, was gibt es für Strikes, was kann man wählen. Ich benutze hier die Registeransicht. Man kann das Ganze auch we wechseln in eine Listenansicht. Dann habe ich mehrere Verfälle. Also gerade wenn ich zum Beispiel einen Kalenderspread machen möchte, also verschiedene Verfälle gleichzeitig handeln möchte, dann kann diese Ansicht vielleicht sinnvoller sein. Dann sollte man sich nicht unbedingt alle Strikes anzeigen lassen. Es gibt manchmal ja auch mehr als jetzt bei diesem Basiswert. Dann kann es sinnvoll sein, sich tatsächlich weniger anzeigen zu lassen, damit ich hier nicht so endlos lange scrollen muss. Hier habe ich jetzt aber alle Verfälle untereinander stehen und habe dafür keine Tabs hier oben mehr, wie das davor der Fall war. Wenn ich nochmal zurückgehe zur Registeransicht, habe ich ja hier die einzelnen Verfälle mit der Restlaufzeit in Tagen dargestellt. In der Listenansicht habe ich das hier direkt untereinander. Ist einfach Geschmackssache, was einem besser liegt. Ich habe es gerne in der Registeransicht, weil ich nur einen bestimmten Verfall handle. Das ist meistens um die 45 Tage. Also in meinem Fall wären das jetzt hier der Januarverfall mit 46 Tagen, passt idealerweise. Das ist das, was ich handeln würde. Und deshalb habe ich dann alle Strikes zur Ansicht in dieser Registerkarte. Der Lucy hätte gerne gewusst, was ist denn der Zeitwert? Ja, der Zeitwert einer Option. Kommen wir darauf nochmal zurück. Ich glaube, wir hatten das auch in einem meiner vorigen Webinare. Der Zeitwert ist ein Teil des Optionspreises. Der Optionspreis setzt sich immer aus diesen beiden Werten zusammen: Zeitwert und innerem Wert. Also machen wir das Beispiel mal mit dem 90er Basispreis hier bei dem Put. Aktuell steht die Aktie bei 77. Ja, ich schneide jetzt mal die Cents ab, damit das ein bisschen einfacher wird zu rechnen und zu erklären. 77 würde heißen, die Differenz zu 90 wären 13 Dollar. Also befindet sich diese Option 13 Dollar im Geld, weil wir ja unterhalb von 90 stehen. Bei einer Put-Option lohnt es sich also am Laufzeitende, diesen 90er Put auszuüben, weil wir inneren Wert haben. Dieser innere Wert entsteht dadurch, dass wir unterhalb des Basispreises stehen, also unterhalb der 90. 13 Dollar ist also der innere Wert, der am Laufzeitende vorhanden wäre. Und der kann auch nicht niedriger sein. Der wäre garantiert bei 13 Dollar, wenn die Aktie bei 77 steht.
weil sonst könnte man Arbitrage machen, ein risikofreies Geschäft. Man würde also, wenn die Option weniger kostet, schlicht die Option kaufen und hätte damit die Möglichkeit, wenn ich die ausübe, unmittelbar einen Gewinn zu erzielen, weil ich die Aktie für 90 verkaufen könnte, obwohl sie an der Börse ja nur 77 kostet. Und wenn die Option natürlich auch noch weniger wert ist, ist es natürlich ein super Vorteil, weil ich ja dann entsprechend Gewinn machen kann, der risikofrei ist. Hier ist es jetzt so, dass diese Option aber 34,40 Dollar kostet. Nicht nur 13 Dollar, sondern 34,40 Dollar. Das heißt, die kostet ja 21,40 Dollar mehr als diesen inneren Wert. Und diese 21,40 Dollar, die sind schlicht der Zeitwert. Das ist das, was ich auch hier hinten sehe. Da steht jetzt zwar 21,71 Dollar, liegt aber daran, dass ich ja hier noch ein paar Cents habe. Ich habe ja vorhin gerundet. Also ist das der Zeitwert. Deshalb blende ich diese Spalte immer gerne mit ein. Dann kann man das direkt ersehen und muss das nicht ausrechnen. Also was ist der Zeitwert in dieser Option? 21,71 Dollar und die Differenz zu 34,40, also die 13 Dollar, die sind innerer Wert, weil die Aktie unterhalb von 90 steht. Und dieser innere Wert ist der Wert, den ich am Laufzeitende eben auch noch erhalte, wohingegen der Zeitwert der Wert ist, der sich tagtäglich abbaut durch das Theta. Ja, das Theta drückt aus, wie viel baut sich der Zeitwert pro Tag ab. Am Ende habe ich also nur noch inneren Wert oder gar keinen Wert, nämlich wenn der innere Wert 0 ist, beispielsweise hier bei einer 50er oder einer 60er Put-Option, da befindet sich die Aktie ja noch über diesem Basispreis, über diesem Strike. Also macht es keinen Sinn, diese Option am Laufzeitende auszuüben. Warum sollte ich eine Aktie für 60 Dollar oder 50 Dollar verkaufen wollen, wenn die an der Börse bei 77 steht? Das macht keinen Sinn. Deshalb würde ich am Laufzeitende diese Option nicht ausüben. Die hat keinen inneren Wert. Das sehen wir auch hier hinten. Der Zeitwert ist genauso hoch wie der Geldpreis. Ja? Der Zeitwert ist genauso hoch wie der Geldkurs. Macht keinen Sinn, diese Option auszuüben am Laufzeitende. Aber die haben ja trotzdem einen Wert. Und dieser Wert ist reiner Zeitwert. Der baut sich ab. Jeden Tag bis zum Laufzeitende. Und das ist ja der Wert, an dem ich als Verkäufer der Option, als Stillhalter interessiert bin, dieser Zeitwert, weil der sich abbaut. Der innere Wert baut sich nicht ab, solange die Aktie bei 77 stehen bleibt. Der verändert sich nur, wenn die Aktie eben auch schwankt. Aber der Zeitwert, der baut sich ab bis zum Laufzeitende. Und daran bin ich interessiert. Ich verkaufe als Optionsverkäufer gerne aus dem Geldoption. Also hier habe ich noch ein bisschen Puffer. Die Aktie kann noch ein bisschen nach unten fallen. Ich verkaufe aber reinen Zeitwert, der sich bis zum Laufzeitende vollständig abgebaut haben sollte. Das ist also die Prämie. Als Prämie bezeichnet man den gesamten Optionspreis. Der kann also auch inneren Wert enthalten. Aber in der Regel ist das reiner Zeitwert, wenn ich aus dem Geld Optionen verkaufe. Das heißt, hier habe ich keinerlei inneren Wert. Also entspricht die Optionsprämie, der Optionspreis, genau dem reinen Zeitwert, der hier in der Option enthalten ist. Was ist der ideale Abstand zwischen Kauf, Call und Verkauf von höherem Call? Also, Günther, einen idealen Abstand gibt es hier nicht. Du kannst es wählen, wie du möchtest, je nachdem, welches Risiko du haben willst. Also, wenn du jetzt sagst, ich glaube, diese Aktie, die steigt weiter Richtung 100, dann kannst du jetzt hergehen, kannst sagen mit dem Strategy Builder, okay, ich möchte jetzt hier einmal kaufen. Also, zum Beispiel glaube ich, es geht nach oben. Also, nehme ich jetzt mal meinetwegen den 80er Call und kaufe den, der kostet aber jetzt knapp 28,60 Dollar, ist ja ein bisschen teuer. Dann verkaufe ich vielleicht den 90er, weil ich glaube, naja, so viel über 90 steigt die jetzt nicht. Steigt vielleicht genau an die 90 ran oder knapp darüber. Dann zahlst du dafür jetzt 3,69 Dollar, ja, für diesen Spread. Das ist jetzt Debit, also eine Ausgabe, die du tätigen musst. Was ist der maximale Gewinn, den du machen kannst? Wohin kann das steigen? Naja, auf 10 Dollar, ne? 80 Dollar und 90 Dollar, die Differenz sind 10 Dollar. Das wird der maximale Wert am Laufzeitende sein, wenn wir auf 90 oder darüber stehen am Laufzeitende. Mehr kann das Ding ja nicht wert werden, weil du ja bei 90 Dollar deinen Gewinn abgibst. Ja, also da hast du jetzt das Recht, diese Aktie zu beziehen für 80. Für 90 musst du sie aber selber wieder liefern. Du bist deine Lieferverpflichtung dann eingegangen, diesen 90er Call. Die Gegenseite wird diese Call-Option ja ziehen und ausüben wollen am Laufzeitende, wenn wir über 90 stehen. Also maximaler Gewinn 10 Dollar minus 3,69 Dollar Ausgabe. Kannst immerhin fast verdreifachen deinen Einsatz, wenn wir wirklich bei 100 oder mehr landen sollten und hast trotzdem ein Maximalrisiko von 3,69 Dollar mal 100 natürlich, also 369 Dollar, selbst wenn die Aktie auf 0 gehen sollte. Was jetzt der ideale Abstand ist, das musst du entscheiden, ob du jetzt sagst, naja, ich will vielleicht wieder weniger Prämienausgabe haben, also mache ich den ein bisschen enger, dann zahlst du nur 1,75 Dollar, aber hier kannst du halt auch nur 5 Dollar verdienen, weil der Spread ja jetzt kleiner ist, ja. Das Verhältnis ist jetzt geringer,
hast weniger Ausgabe, hast aber natürlich auch weniger Gewinnchance. Wenn du es ein bisschen breiter machst, sagst, okay, ich will aber den 100er erst haben, dann kostet das natürlich wieder mehr, 7,69 $. Du hast jetzt aber auch 20 Dollar Verdienstmöglichkeit, wenn wir wirklich über 100 gehen sollten. Das ist jetzt dein maximaler Gewinn, ist 20 Dollar, die Differenz zwischen beiden Strikes. Ja, also das wäre ein Bull Call Spread, wie man das nennt. Hier steht es ja auch, Bull Spread, weil du darauf setzt, dass der Kurs steigt. Du kaufst einen näher am Geld liegenden Call und verkaufst einen weiter weg aus dem Geld liegenden Call. Aber du musst selbst entscheiden, was der ideale Spread ist. Es gibt jetzt nicht diesen einen idealen Abstand, den man immer nimmt, immer 5 oder immer 10 Dollar. Nein, das musst du entscheiden, was du eben haben möchtest, je nach deinem gewählten Setup. Wo bitte kann das Pop-up-Fenster des Mauszeigers ausgestellt werden? Gute Frage, das geht in den globalen Einstellungen, vermute ich, wenn es überhaupt geht. Ich habe das für mich nicht ausgestellt, weil es mich nicht sonderlich stört. Also wenn man jetzt nicht länger irgendwo drauf bleibt, dann sollte da auch kein Overlay, meinst du wahrscheinlich, ein Maus-Overlay, sollte hier auch kein Maus-Overlay erscheinen. Ja, also jetzt kommt zum Beispiel gerade gar keins mehr. Aber ich habe das für mich jetzt nicht abgestellt, dass da was erscheint. Ja. Meistens, wenn man sich schneller bewegt mit der Maus, dann kommt hier sowieso keine große Veränderung zustande. Ja, wieso nicht einen 90-Put verkaufen, einen 60er kaufen? Ja, das ist jetzt nur ein Beispiel, Günther. Also du kannst das gestalten, wie du möchtest. Ja, du kannst das auch genau umgekehrt machen. Das bleibt völlig dir überlassen. Ich habe jetzt einfach mal dieses Beispiel hier gewählt, weil du nur von einem Call Spread gesprochen hast. Ja, du kannst einen 90er, machen wir mal dein Beispiel. Wir können einen 90er Put, können wir verkaufen und einen 60er dafür kaufen. Ja, das wäre also diese Variante mit einem Bull Spread auch hier, wo du davon ausgehst, dass wir hier in dem Fall, das heißt, da bekommst du jetzt einen Credit von 16 Dollar, wie du siehst, ja, also eine Prämieneinnahme, weil du ja hier diesen im Geld liegenden Put verkauft hast, der schön viel Prämieneinnahme bringt. Darunter aber hast du den Put gekauft, um dich abzusichern und nicht ganz so viel, ja, hier deine Chance quasi zu begrenzen. Das kostet dich wiederum 21 Dollar. In Summe bleiben dir aber noch 16 Dollar übrig. Wenn wir jetzt aber nach oben gehen, Richtung 90 Dollar oder höher, dann bekommst du natürlich die volle Prämieneinnahme aus diesem hier. Die volle Prämienausgabe hier würdest du dann verlieren, darfst also die volle Differenz behalten. Das ist natürlich auch eine Variante, wie du das Ganze machen kannst. Ja? Durch Put-Call-Parität gibt es aber immer einen Ausgleich. Ob du das jetzt also mit den Puts baust oder mit den Calls baust, sollte auf dasselbe rauskommen. Auch wenn die Puts eben relativ teuer bepreist sind, wirst du auf der Call-Seite genau dasselbe bekommen, wenn du das mit Calls nachbaust, weil das sonst wiederum bedingen würde, dass es Arbitrage-Möglichkeiten gibt, also einen risikofreien Gewinn, wenn du anstatt den Puts die Calls nehmen würdest. Also das funktioniert auf beiden Seiten. Entweder mit einem Put-Spread oder mit einem Call-Spread kannst du beides machen, wie es dir beliebt. Ja, das zum Option Trader. Hier können wir natürlich weitere Tabs öffnen für weitere Titel, die wir uns anschauen wollen. Als kleinen Hinweis, wenn man erst ein Reiter offen hat, dann steht hier leider kein Plus. Dann muss man tatsächlich immer zurückgehen in die Ansicht und muss sich hier einen neuen Titel suchen, beispielsweise hier von der Watchliste. Und dann wählt man einen Titel an und öffnet nochmal den Option Trader. Dann macht sich ein neuer Reiter auf und dann kann ich hier auch dieses Plus-Symbol sehen. Das ist nicht da, wenn ich erst einen Reiter habe. Ich brauche mehrere Reiter. Und als kleiner Hinweis auch, den Option Trader einfach nicht schließen auf dem X, sondern nur minimieren. Dann habe ich den auch das nächste Mal wieder da, wenn ich die TWS wieder öffne. Ich brauche den also nicht zumachen. Ich kann den einfach offen lassen mit meinen Titeln von der Watchliste und habe die dann das nächste Mal sofort wieder griffbereit, wenn ich den Option Trader nicht schließe, sondern nur minimiere und die TWS dann herunterfahre, dann bleibt das also gespeichert und offen. Eine Sache, die ich euch auch noch zeigen wollte, ist unterhalb des Charts die Möglichkeit, hier einen Kegel einzublenden. Also die Wahrscheinlichkeit haben wir ja uns schon anzeigen lassen. Es wird ja erwartet, dass wir bis auf 100 Dollar hochgehen. So haben wir es am Optionsmarkt gesehen in den Preisen. Wir können uns das hier jetzt auch noch mal anschauen lassen, was hier die Bewegungswahrscheinlichkeit ist. Wenn wir hier auf Bearbeiten, Chartparameter gehen, dann sehen wir hier die Möglichkeit, eine geschätzte Kursspanne anzeigen zu lassen von einer Standardabweichung. Das heißt, eine Wahrscheinlichkeit von 68%, dass wir uns innerhalb dieser Spanne bewegen werden. Wir können das auf zweifache oder dreifache Standardabweichung stellen. Wir lassen es jetzt mal auf einfacher, klicken mal OK und schon sehen wir, dass hier
dieser Kegel sich relativ breit auftut bis zum Verfall am 16. Dezember. Also es kann sein, wir gehen bis auf $30 runter, es kann sein, wir gehen bis auf $123 hoch. Das ist die momentane Einschätzung des Optionsmarktes, also eine relativ große Kursspanne und das mit einer Wahrscheinlichkeit von 68%, dass wir da drin sind. Heißt aber auch eine Wahrscheinlichkeit von 16%, dass wir drüber sind und eine Wahrscheinlichkeit von 16%, dass wir drunter sind. 16 plus 16 macht 32, plus die 68 in der Mitte macht zusammen 100%. Und das ist die erste Standardabweichung am Delta 16. Und das ist auch das, was wir farblich unterlegt sehen, wenn wir nochmal in den Option Trader gehen. Ja. Seht ihr das? Diese Abstufung hier von dunklerem Blau zu hellerem Blau und dann auf Grau. Das hier ist die erste Standardabweichung. Ja, da steht 0,9, hier steht dann 1,1. Also da ist die erste Standardabweichung in der Mitte. Hier ist 1,8 und hier ist 2,0. Also das ist die zweite Standardabweichung. Wir sehen es also direkt auch farblich unterlegt und natürlich nochmal an den Deltas. Also Delta 16 ist die erste Standardabweichung. Und hier sehen wir Delta 96, ja, 95, 95,7, da ist die zweite Standardabweichung. Und dann haben wir oben noch die dritte Standardabweichung, 99, da ist entsprechend die dritte Standardabweichung. Dann geht es zu ganz grauer Farbe. Ja, also das als kleiner Trick kann man sich auch nochmal einblenden, um das nochmal als Hilfe zu nehmen. Und dann kann man, wenn man möchte, sich hier auch vertikale Linien einblenden lassen, um zu sagen, okay, wo sind wir genau beim Verfall am 16. Dezember? 16. Dezember ist hier. Und jetzt kann ich nochmal mit zwei horizontalen Linien arbeiten und sagen, okay, wo endet hier direkt der Kegel? Und dann kann ich genau die Preise angezeigt bekommen, ja, 33 und 119, die eben vom Optionsmarkt momentan eingepreist sind als Wahrscheinlichkeiten, dass wir uns da drinnen bewegen mit einer Wahrscheinlichkeit von 68% oder 16% darüber und 16% darunter. Um das anzuzeigen, muss man diesen kleinen Pfeil hier unten eben bedienen und den hier einmal rausziehen, damit man so ein bisschen Freiraum im Chart hat und das Ganze dann einblenden oder bearbeiten, Chartparameter. Dann kann ich das Ganze verwenden in der TWS. Spielt da nicht das Q eine Rolle, möchte der Roland noch wissen? Ja, also so tief wollte ich jetzt heute nicht reingehen, aber natürlich spielt das Q mit eine Rolle, wenn es darum geht, wie teuer die Puts oder wie teuer die Calls sind. Sehr häufig sind die Puts ein bisschen teurer. Das heißt, wir haben ein Q auf der Put-Seite. Auch das können wir uns anzeigen lassen. Also ich mache das hier mal für unser Beispiel MDGL. MDGL können wir uns hier anschauen. Dafür gehen wir in die Analyse-Tools, Optionsanalyse. Und hier können wir uns auch nochmal, das zeige ich euch mal zuerst, die Volatilität im Zeitverlauf anschauen. Also wenn wir hier auf implizierte Volatilität nach Fälligkeit gehen, können wir uns auch anschauen, wie sich die Schwankungserwartung verändert hat. Wir sehen also hier sehr gut, dass im Oktober und November die Schwankungserwartung noch nicht so hoch war und dass die jetzt besonders stark angezogen hat, insbesondere für die Dezemberfälligkeit. Da sehen wir, wie in den letzten Tagen extrem die Schwankungserwartung angezogen hat. Auch Januar und Februar ist teurer geworden. Wir sehen, die Schwankungserwartung ist hier auch hochgegangen, aber noch nicht so stark wie jetzt in der kurzen Laufzeit mit 16. Dezember, weil hier wird sich extrem abgesichert und das sehen wir hier besonders stark an diesem Anstieg und eben jetzt der großen Differenz zwischen den zwei Fälligkeiten Dezember, Januar. Zurück zu der Frage mit der Schiefe der Volatilität, die haben wir hier, Schiefe der Volatilität. Wir können die Schiefe wieder für mehrere Fälligkeiten uns anzeigen lassen oder im Zeitverlauf. Ich mache jetzt mal für mehrere Fälligkeiten, so wie wir es eben hatten. Und da können wir uns das Ganze auch nochmal anschauen, wie das Ganze hier aussieht. Und wir sehen jetzt den sogenannten Skew hier sehr gut, weil der tiefste Punkt der Volatilität ist quasi hier beim höchsten Strike, beim 110er. Höhere gibt es ja nicht, wie wir gesehen haben. Und das zeigt sehr gut, dass hier die Erwartung eben dahin geht, dass die Aktie eben weiter steigt und nicht fällt. Das kann natürlich trotzdem passieren, aber wir sehen, die Erwartung ist ganz klar, dass die Aktie eher steigt als fällt, weil wir hier weniger Schwankungserwartung haben als bei den Optionen, die hier niedrigere Strikes haben. Die sind hier entsprechend teurer. Wenn wir jetzt mal anderen Titel anschauen, wo wir eben auch mehr Strikes haben, dann können wir sehen, wie das normalerweise aussehen sollte. Sieht das nämlich so aus, ja? Das ist jetzt ein schöner Smile, wie man so sagt, also ein Lächeln. Das geht auf beiden Seiten hoch, ein bisschen hier wie eine Obstschale oder eben ein Lächeln. Und hier sehen wir jetzt ein bisschen mehr ins Q. Also für Januar, Februar sehen wir schon auf der Put-Seite geht das ein bisschen mehr hoch wie ein Gehstock. Und hier auf der Call-Seite kommen wir nicht mehr ganz so stark hoch. Da geht es schon relativ flach nach außen, wie wir eben hier im Februarverfall sehen. Und das zeigt eben, dass immer mal die Erwartung wieder da ist, dass ja
mehr Sorge auf der Unterseite besteht als eben auf der Oberseite, weil viele sich eben lieber gegen fallende Kurse absichern, wenn sie Aktien besitzen, als auf steigende Kurse zu spekulieren mit Calls. Das ist also die eigentliche Normalsituation, ist dieser Smile. Sehr häufig sehen wir aber diesen Skew, dass Puts ein bisschen höher bepreist sind und höher bewertet sind als die Calls, weil damit sich mit mehr abgesichert wird. Ja. Der Frank möchte gerne unterschiedliche Spalten in den verschiedenen Tabs verwenden. In der Watchlist interessiert dich eher wenig. Die Optionszahlen im Portfolio interessiert dich eher andere Informationen. Das ist mir ein bisschen nicht gelungen. Falsch bedient oder eine offizielle Einschränkung. Also du hast sehr viele Möglichkeiten, das einzustellen. Auch hier kannst du wiederum das Ganze konfigurieren mit dem Schraubenschlüssel konfigurieren und kannst hier wieder alles einstellen, was du haben möchtest. Gib das einfach ein, was du haben möchtest, und dann kannst du das Ganze einstellen. Wir haben hier zwei Möglichkeiten einzustellen, die Marktdatenspalten und die Orderspalten. Du siehst es ja beides hier übereinander. Das eine ist das obere, ja, die Marktdatenspalten sind das obere und die Orderspalten sind die unteren. Denn wenn ich jetzt hier eine Order aufmache, eine Orderzeile, dann habe ich ja hier eine neue Zeile drin. Und für diese neue Zeile ist dann, du siehst jetzt hier fett markiert, diese zweite Zeile hier relevant. Ja. Für die obere Zeile, die ist jetzt fett markiert, ja, sind diese Sachen relevant. Und für die Orderzeile sind die unteren hier relevant. Und beides kannst du über den Schraubenschlüssel unter Konfigurieren einstellen. Marktdatenspalten und Orderspalten, da kannst du beides für dich einstellen, so wie du das eben brauchst. Ja, also das sind die generellen wichtigen Sachen, wie man das sich rausfiltert und einstellt. Also mit diesem Screener hier sehr häufig nutze ich das eben in der TWS oder manchmal auch auf externen Seiten, um dann die interessanten Titel herauszufiltern anhand des IV-Rankings und natürlich schön viel Optionsvolumen, damit das Ganze eben auch liquide handelbar ist. Und dann gucke ich mir die Aktien meistens näher an. Also hier kommt jetzt auch ein bekannter Titel manchmal rein, wie Nike zum Beispiel. Ja, das ist jetzt ein interessanter Titel, weil da weiß ich, okay, da steht jetzt kein Pharmawert mit einer Übernahme oder sonstigen Medikamentenstudien an. Das kann ich mir mal näher anschauen und dann eben die Möglichkeit, da einfach Optionen drauf zu handeln, drauf zu schreiben. Wichtig ist eben, dass man weiß, wie es funktioniert, ja, dass man die Griechen kennt. Da haben wir ja schon dran gearbeitet in den letzten Webinaren und dass man eben auch bisschen zumindest die Grundlagen der Trader Workstation be zu beherrschen weiß. Insbesondere wenn es dann um das Thema Future Optionen geht, wie hier mit Natural Gas, denn da kann ich leider nicht unterhalb des Charts die Volatilität anzeigen lassen, wie bei den Aktienoptionen. Da muss ich immer hier oben rüber gehen über Optionsanalyse und dann die Volatilität im Zeitverlauf und dann habe ich das auch wiederum so, wie wir es eben gezeigt haben bei der MDGL, dass ich hier sehr gut nachvollziehen kann, okay, da hat sich die Volatilität extrem verändert bei Erdgas, die ist extrem angestiegen gewesen. Bis auf 175% Schwankungserwartung und ist jetzt die letzten Tage wieder zusammengebrochen, bis auf 95% Schwankungserwartung. Und das ist ja was, was ein Optionshändler sehr gerne hat, zumindest wenn man als Verkäufer hier einsteigt an einem dieser Hochpunkte und dann vom Rückgang der impliziten Volatilität eben profitieren kann. Ja, ich gehe mal kurz wieder zurück zur Präsentation, dass ich noch die letzten Folien machen kann. Und dann bin ich gerne noch bereit, noch ein paar weitere Fragen zu beantworten, wenn da noch was offen sein sollte. Also, wir machen dich natürlich auch zum Trader. Das heißt, wir machen nicht nur die Einführung in die Trader Workstation, sondern bei uns geht es eben auch darum, die Leute ins Tun zu bringen. Viele scheitern ja zum einen an der Handelsplattform, zum einen an der Umsetzung der Strategie. Es ist nicht so schwer, überhaupt eine Strategie zu finden oder überhaupt zu lernen, sondern vielmehr eben sie auch adäquat umzusetzen und auch zu wissen, was mache ich denn falsch? Was muss ich vielleicht anders machen? Gerade wenn man das Ganze nur für sich selbst macht, weil man es auf einem Wochenendseminar gelernt hat. Und das ist das, was wir eben ganz besonders anders machen als andere Coachings. Wir begleiten denjenigen von Anfang bis Schluss. Meistens ist das ein 6-Monats-Coaching bei uns, wo wir eben genau abfragen, auf welchem Level derjenige ist und ihn da abholen, wo er steht, um ihn dann eben zu seinem Ziel zu bringen, also in den Optionshandel rein und zu den Zielen, die er eben erreichen möchte. Also seine persönliche Risikopräferenzen eben auch auszuspielen, um dann seine finanziellen Ziele zu erreichen. Das machen wir bei Finance Coach und das ist eben in Kombination mit Videokursen, Gruppencoachings und insbesondere Einzelcoachings, was viele andere gar nicht bieten können. Das machen wir, weil wir wissen, wie wichtig es ist für den Lernerfolg des jeden Einzelnen, um denjenigen zu seinem Ziel zu bringen und eben genau da abzuholen, wo er ist, weil man da auch mal Fragen stellen kann an seinen Coach in einem 1:1-Coaching, die man eben nicht in der großen öffentlichen Runde besprechen möchte, gerade wenn es ums eigene Konto geht oder vielleicht um Fehler, die man gemacht hat. Aber das ist ganz wichtig, eben um voranzukommen. Denn Fehler gehören dazu, aus denen lernt man. Deshalb macht man das Ganze am Anfang eben auch auf einem Demokonto, um auch die Handelsplattform besser kennenzulernen und dann später eben auf dem Echtgeld profitieren
profitabel handeln zu können. Auch da gehören Verluste dazu, sicherlich, aber das besprechen wir eben alles auch im Coaching, ob das jetzt ein Verlust war nach Strategie oder ob das ein Verlust war, den man hätte vermeiden können, weil man hier vielleicht einen Fehler gemacht hat. Das alles macht unser Coaching aus. Und wer sich dafür interessiert, ist herzlich willkommen, bei uns auf der Webseite mal ein kostenfreies Strategiegespräch anzufragen. Dann bekommt man einen Rückruf und dann wird mal abgefragt, ob wir denn zusammenpassen würden, ob eine Zusammenarbeit Sinn ergibt. Und dann kann man das Programm einmal etwas näher kennenlernen. Und natürlich kann man auch bei uns wöchentlich reinschauen. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Ich mache einmal die Woche gemeinsam mit meinem Trader-Kollegen Mirko einen Livestream auf YouTube. Und wer da im Nachgang noch mit dabei sein möchte bei einem Finance Coach Masters, der hat die Möglichkeit, hier auch 2 Monate kostenfrei bei uns reinzuschnuppern. Wenn man noch kein Konto bei FXFlat hat, kann man das hier über die Landingpage eröffnen und dann eben kostenfrei 2 Monate bei uns immer wöchentlich donnerstags mit dabei sein, entweder live oder die Aufzeichnung später schauen und da auch noch ein paar wertvolle Insights mitnehmen. Wir analysieren immer die Märkte im Allgemeinen, also wie stehen die Aktienmärkte da, welche Rohstoffe sind gerade interessant, was ergeben sich für Gelegenheiten für Options- und Future-Händler. Und da kann man auch nochmal das ein oder andere eben fürs eigene Trading dann mitnehmen. Ja, damit wäre ich auch schon am Ende für heute, quasi eine Punktlandung mit der Zeit. Bin aber gerne bereit, noch weitere Fragen auch aufzugreifen. Wenn da welche noch aufkommen, dann freue ich mich darüber. Ansonsten sage ich schon mal Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Hat mich gefreut, diese vierteilige Webinarreihe gemeinsam hier mit FXFlat abzuhalten. Ich hoffe, ihr konntet auch alle ein wenig was mitnehmen, auch wenn es natürlich manchmal in die Tiefen des Optionshandels geht, mit dem der ein oder andere noch nicht so viel Erfahrung hat. Würde mich trotzdem freuen, wenn man da das ein oder andere mitnehmen konnte und vielleicht auch das Interesse geweckt wurde am Optionshandel. Also das definitiv hat sehr viel Spaß gemacht, die Webinare mit dir zusammen, Pascal, und das Feedback war auch wirklich sehr gut. Also vielen Dank dafür und entsprechend, wenn Fragen jetzt auch im Nachhinein noch aufkommen, dann leiten wir das auch wirklich gerne weiter. Einmal, wenn es darum geht, Informationen von Finance Coach zu erhalten oder aber Sie haben Fragen zur TWS, dann natürlich gerne unseren Support kontaktieren und wir versuchen da entsprechend zu helfen. Und ja, bevor ich jetzt auch tatsächlich das Schlusswort an Pascal nochmal übergebe, möchte ich mich bedanken für das Interesse und dass Sie auch jedes Mal live dabei waren. Und ich denke nicht, dass das das letzte Webinar mit Pascal zusammen war. Also das neue Jahr wird dann auch entsprechend auch für Sie sehr interessant sein. Ja, da kommen einige Überraschungen auf Sie zu. Und bis dahin wünsche ich natürlich ja, eine gute Zeit, eine gesunde Zeit. Bleiben Sie gesund und diese Woche natürlich eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf. Und Pascal, du hast das Schlusswort. Dankeschön, Nelson. Ich gucke gerade nochmal in den Chat. Also die eine Frage scheinst du ja schon beantwortet zu haben an den Frank mit der Synchronität der Tabs. Das heißt, da sollte die Frage geklärt sein. Ansonsten wendest du dich am besten direkt an den FXFlat Support. Die können dir da weiterhelfen. Ich hatte das Ding auch schon mal. Also man kann die Synchronität tatsächlich aufheben, sodass in jedem einzelnen Reiter in deinen Watchlist nochmal andere Spalten vorhanden sind als in deinem Portfolio. Das ist also definitiv möglich. Ja, ansonsten gucke ich gerade mal noch was Interessantes. Ja, Roland fragt noch, er ist leider später dazu gekommen, wie kann man bei dir das Coaching bekommen? Also melde sich einfach bei uns auf der Webseite finance.coach. Ich gehe nochmal eine Folie zurück und auf finance.coach kannst du ein Telefongespräch vereinbaren, kostenfrei für dich und dann rufen wir dich zurück und dann können wir schauen, ob das für dich in Frage kommt, ein Coaching bei uns zu machen. Ja? Einfach finance.coach in deinen Browser eingeben. Und da hast du die Möglichkeit, deine Telefonnummer zu hinterlassen und wirst dann zurückgerufen von uns. Gut, damit sollten alle Fragen geklärt sein. Dann sage ich nochmal Dankeschön fürs Zuhören und Zuschauen. Ich wünsche eine schöne Weihnachtszeit. Morgen frohen Nikolaustag für diejenigen, die es mit den Kindern feiern. Ich werde es mit meinen auf jeden Fall tun. Die freuen sich schon drauf. Und ja, dann eine fröhliche und hoffentlich nicht allzu stressige Weihnachtszeit. Und wir sehen und hören uns bestimmt im neuen Jahr wieder. Wer die Aufzeichnung übrigens haben möchte, die wird demnächst wieder zur Verfügung gestellt werden auf dem YouTube-Kanal von FXFlat. Dort findet man auch alle anderen 3 Teile, die bisher abgehalten worden sind und kann die auch nochmal nachschauen. Einen schönen Abend an alle, macht's gut und bis demnächst.